Hey Freunde, bevor es losgeht. Abo, Glocke oder andersrum, keine Ahnung. Dann kriegt ihr mit, wann das nächste Video kommt. Ihr verpasst unser nächstes Geschmack nicht. Kostet euch nichts und... Win-win. Genau. Genau. Und jetzt geht's. Los geht's. Yo! Also die landet jetzt. Im Müll. Aber Könen habe ich. Also Könen will ich ja. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic Review. Michael, Florian, wir sind Geekeriki, ihr kennt uns. Wir sind die Unterhaltung, wenn es um Entscheidungen geht, was in den Müll fliegt oder nicht. Genau, wie ihr gerade gehört habt. Oder wenn es um einfach andere Comics geht, die nichts mit Superhelden zu tun haben. Yeah! Wir haben heute für euch Ecke, Spiegelwelt, Band 1, New York. Aus dem Splitter Verlag. Autor ist Christoph Alleston. Illustrator ist Alessandro Barbucci. Erscheinungsdatum 1. Februar 2014. 5 Jahre her. Wow. 64 Seiten Hardcover, 1480 neu, gebraucht auch 1480. Wo wir wieder beim Thema sind, die Splitter-Hardcover-Bänder werden nicht billiger. Sind wertbeständiger. Ohne Witz, also 5 Jahre alt kostet immer noch genau das gleiche wie vor 5 Jahren. Also das ist schon sensationell. Ich habe da nämlich mal ein bisschen recherchiert und mir einige Hardcover-Bände angeguckt. Und tatsächlich, also sie werden, also wenn es mal 1 Euro ist, wo sie günstiger werden, aber sonst, also da gibt es echt fast keinen Preisverfall. Da müssten wir mal den Comic-Preiskatalog wälzen. Wie das dann bei den richtig alten Dingen. Richtig. Ja, Ecke, Spiegelwelt. Draufgekommen bin ich durch die Leseprobe damals, ist mir dann wieder eingefallen, die es letztes Jahr beim Gratis-Comic-Buchtag gab. Wer diese Leseprobe noch zu Hause hat, kann sich diesen Comic sparen. Die Leseprobe ist nämlich der komplette erste Band. Ja. Respekt an Splitter, die machen das dieses Jahr nämlich wieder. Und zwar bringen sie Conan, den Chimera, jenseits des Schwarzen Flusses. Der Grüne, den ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt. Wir haben ihn noch da liegen, weil wir nehmen ja immer die ganzen Dinge auf einmal auf. Deswegen halte ich euch jetzt voran. Bekommt ihr dort als Leseprobe beim Gratis Comic Buchtag komplett diesen Band. Ist irre. Also Splitter, Respekt. Ja. Da können sich andere mal richtig was abschneiden. Ja. Ecke Spiegelwelt. Um was geht's? Es geht um die Tussi, die Ludmilla. Entschuldigung, alle Frauen jetzt, keine Tussi. Es geht um die Frau Ludmilla. Ludmilla, die hat so einen komischen Nachnamen. Ja, habe ich auch vergessen. Ludmilla Tiller. Tiller, sehr komisch, ja, sehr komischer Nachname, sehr schwer zu merken. Witzigerweise geht sie ja sogar im Buch darauf ein, dass ihre Eltern anscheinend irgendwie einen Sinn für Humor hatten. Genau. Ja, genau. Und die hockt in einem Flugzeug und plötzlich erscheint da irgendwie so ein kleines Eichhörnchen ja, genau. Und spricht sie an. Genau. Und zwar ist der Nachlassverwalter so ungefähr von der, oder der Notar, der sich irgendwie um den Nachlass von ihrer Tante kümmert. Genau. Die Tante ist aber schon seit vielen Jahren tot. What? Ja. Und vor allem, warum spricht ein scheiß Eichhörnchen mit ihr halt? Genau. Naja, jedenfalls zieht dieses Hörnchen sie dann in eine andere Welt. Das Hörnchen, also sie. Hörnchen. Sie nimmt es aber noch gut auf eigentlich, ne? Ja, sie glaubt, es ist ein Traum. Genau. Also, ja. Genau, und dann landet sie eben in New York. Auf Echo. Echo ist quasi so die Spiegelwelt, wo, also kein Paralleluniversum, das wird auch nochmal erklärt, ja. Sondern wirklich eine Spiegelwelt, wo viele Parallelen sind, aber es sich doch irgendwie anders entwickelt hat. Genau. Sie nimmt in ihren ganzen Stress noch jemanden mit, und zwar ihren Sitznachbarn, der da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Richtig. Sie streiten sich auch immer schön, haben eine schöne Dynamik, die zwei. Der Yuri. Yuri, genau. Und dann landen sie halt in dieser ganz komischen Welt, wo es U-Bahnen gibt, die aber auf Tausendfüßler gebaut sind. Mega. Aufzüge, beziehungsweise, also da, sie bekommt ja eine Adresse, beziehungsweise das Flugzeug verwandelt sich erstmal in so einen riesigen Flugdinosaurier. Da sitzen dann auch dann lauter komische Gestalten drin. Also wir sind hier in einem absoluten High-Fantasy-Genre. Wie sie dann landen, kommen sie dann zu einem Taxi, da fahren sie dann zu dieser Adresse und diese Adresse ist halt dieses Haus, wo diese Eichhörnchen halt drin leben. Natürlich ist auch alles nur so groß wie für Eichhörnchen, was ein bisschen schwierig, also gut, es ist schon ein bisschen größer, aber es entwickelt sich ein bisschen drastisch schwierig am Anfang. Die Aufzüge werden auch irgendwie mit Hamstern betrieben oder so ähnlich, wo der Typ mit irgendwie der Möhre so dran sitzt. Also das hat mich an diesem Comic die ganze Zeit fasziniert. Es ist der Detailreichtum, auf den hier Acht gegeben wird, dass wirklich sehr viel, sehr cool dargestellt wird. Da haben wir es. Das ist kein Hamster, sondern irgendwie so eine... Also irgendwie so ein Vieh, so ein, ne? Reptil, das ja. Irgendwie von einer kleinen Eidechse angelockt wird. Ja, genau. Also mega. Also ich finde den Detailreichtum total cool.
Deswegen hat mich der Comic auch tatsächlich an der Stange gehalten. Wo ich es auch sagen muss, die Story entwickelt sich in so einem Krimi, weil ihre Tante ist nicht einfach, also ich werde euch das jetzt nicht spoilern, aber ihre Tante ist nicht einfach so verstorben, wie man halt normal verstirbt, sondern da ist halt was passiert. Und ja, sie geht der Sache halt nach und kommt der Sache halt auch auf die Schliche. Genau. Weil manchmal der Geist der Tante spukt noch rum und manchmal verwandelt sie. Beseelt er sie, um quasi. Genau. Frieden zu finden. In Extremsituationen, sage ich mal. In Extremsituationen, genau. Verwandelt sie sich dann in ihre Tante. Also dann steckt sie sich die Haare hoch und weiß nicht mehr, also verwandelt sie halt in Tante. Und ja, dadurch kann sie dann auch diesen Mord dann früher oder später dann mal ein bisschen aufklären. Wir werden noch in die Welt von Ecke reinbuxiert durch Juri, der im Park auf Safari geht, sag ich mal, weil der Park im Central Park, der ist sehr gefährlich, nachts vor allem, völlig abgedreht, aber cool gemacht und man lernt halt da noch mal ein bisschen was durch die Welt, weil der Juri dann noch mal einen ganz anderen Story-Part mit aufwühlt, sag ich mal. Also wir haben zwei rote Fäden, einmal die Aufklärung des Mordes der Tante und einmal das Kennenlernen der Welt, sag ich mal. Ich find's gut gelöst, ich fand's cool, sehr unterhaltsam. Ja, für mich wieder eine Achterbahnfahrt heute. Denn ich, also der Detailreichtum ist genial. Wie du schon sagst, der ist super. In jedem Bild kann man irgendwas entdecken, ja, irgendwas Witziges. Ja. Ich mag den Zeichenstil nicht. Oh, ich finde den Stil gut. Ich finde den Stil gut, aber ich mag die Darstellung der Charaktere irgendwie nett, das spricht mich nicht so an. Das ist irgendwie so ein, ich sag mal, so ein frivole Disney-Stil irgendwie. Hm. Weißt du? Die nehmen, das ist ziemlich nah an Disney dran, so an diesen, an den jüngeren oder halt an den jüngsten Zeichentrickfilmen, sowas wie Atlantis und das ganze Zeug, was dann halt so die letzten Zeichentrickfilme waren. Okay, keine Ahnung. Da erinnert mich er hier halt immer wieder dran. Okay. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, aber ja. Wenn man so Bilder von dem Hauptcharakter sieht, dann erinnert mich er mich da sehr dran. Hm. Ja, und dann muss da halt mit aller Gewalt müssen da irgendwie noch Titten rein. Also, weiß ich nicht. Irgendwie passt für mich ja, da... Ja, ich meine, das ist ein Etablissement halt. Ja, aber... Ist halt so. Weiß ich nicht. Für mich passt irgendwie das... Weiß ich nicht. Irgendwie passt das für mich nicht zusammen in dem Fall jetzt. Keine Ahnung. Okay. Andererseits wiederum, wie gesagt, der Detailreichtum ist... Scheiß Eichhörnchen. Der Detailreichtum ist super. Apropos Eichhörnchen, da haben wir sie gerade. Der Detailreichtum ist super. Ja. Die Welt, die sie erschaffen haben... War ich am Anfang auch sehr so, boah, skeptisch. Das muss jetzt unbedingt so komisch gemacht werden und keine Ahnung. Und je mehr ich aber gelesen habe von dem Ding, desto mehr habe ich irgendwie mich an die Scheibenwelt erinnert gefühlt. Weil es auch so abgefahrener Bullshit ist. Und bei der Scheibenwelt ging es mir genauso. Da hatte ich auch am Anfang diese Entwicklung so, boah, was ist denn das für ein Krampf? Okay. Und jetzt mittlerweile Scheibenwelt, ole ole. Also vielleicht ist es da genauso. Ja, frivol ist es tatsächlich ein bisschen, also es ist ein bisschen, ja, kann man sagen, Erotik. Ja, aber also, wie gesagt, ich finde halt irgendwie, dass es so... Dass sehr komikhafte Erotik, dass es nicht halt, ganz, ne, zusammenpasst irgendwie. Ja. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt den restlichen Stil einfach mit Disney assoziiere. Ja, das kann schon sein. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht, deswegen hatte ich jetzt auch mit diesen Brüsten kein Problem. Was ist mit der Katze? Keine Ahnung. Für mich passt alles zusammen. Echo hat mir echt Spaß gemacht, dieses Abtauchen in diese Spiegelwelt. Und vor allem der erste Band hat mir echt Bock auf mehr gemacht. Vor allem, weil die nächsten Bände sind immer wieder, also es sind immer wieder Städtenamen, so wie ich das mitbekommen habe. Also werden wir ganz viel. New York haben wir hier. Ja, ja, ich weiß jetzt nur, der neueste ist, glaube ich, London. Ja, wir haben hinten drin ganz viele Artworks, die kannst du ja auch mal zeigen, bevor du hier nur rumblätterst. Zeig doch den Leuten mal was. Ne? Damit die auch einen Mehrwert haben. Von unserer tollen Review. Die Hörnchen! Gott, die Hörnchen, ey. Die Hörnchen sind super. Ja, auf jeden Fall geht es in ganz viele verschiedene Städte und wir bereisen anscheinend ganz Ökö, also die verschiedenen Hauptstädte oder so. Also, ja, ist nix drin, nee. Okay. New York bringt's. Ich fand's gut, hat Spaß gemacht. Ich hab Bock auf den nächsten Band auf jeden Fall. Ich will noch auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Ist eine coole Unterhaltung und es ist wieder so ein typisches Popcorn-Kino vor allem für die Augen. Story hat jetzt nicht den Tiefgang, aber das muss es ja auch nicht immer sein. Ich sag ganz ehrlich, wenn die nächsten Bände auch mich so unterhalten, dann ist es eine coole Sache, die man in der Mittagspause lesen kann, finde ich. Ich hoffe auf die gleiche Entwicklung wie bei der Scheibenwelt jetzt bei mir. Stil, wie gesagt, ja. Wird sich nicht ändern, ist immer derselbe. Aber schauen wir mal, was die Story noch so bringt. Okay, dann würde ich sagen, das war's von uns.
Ecke Spiegelwelt. Jo. Wir sehen uns demnächst wieder. Bleibt geek, bleibt nerdig, hebt die Haare. Ciao, ciao. Hatte mit ihm.